Herzlich willkommen im Krone RT Sportstudio zu einer weiteren Bundesliga-Spieltagsanalyse. Mit wem? Selbstverständlich mit dem Panther in der Startformation. Hallo. Servus, Michi Konzel. Servus, hallo. Ja, wir haben schon im Smalltalk philosophiert. Das war wieder eine sehr trefferreiche, eine sehr spektakuläre Runde. Und wir wollen gleich mit deinen Rapidlern beginnen, die mit einem 4:0 für Aufsehen gesorgt haben, und zwar gegen Sturm Graz. Und das deswegen, Michi, weil Rapid so stark war oder weil sie es doch mit einer sehr harmlosen Sturmmannschaft zu tun gehabt haben? Zuerst einmal, wir können wieder so glücklich sein, dass viele Tore fallen. Absolut. Nicht nur, dass Fußball wieder gespielt Absolut. Wird und gezeigt wird, sondern 22 Tore kann sich sehen lassen. Wieder ein passabler Schnitt, wobei der Sonntag vor allem der trefferreiche genau, Tag war. Genau, also vor allem die Meisterrunde hat uns verwöhnt mit vielen Toren. Und ja, Rapid, muss man ehrlich sagen, haben das super weggesteckt, diese Niederlage in Salzburg mit den Verletzten. Also da hat man so richtig gesehen, dass die Mannschaft irgendwie zusammengewachsen ist. Ja, die haben sich richtig eingeschworen auf dieses Spiel und es hat viel funktioniert. Nicht alles, aber was will man mehr? Beim 4:0 kann man wirklich nicht kritisieren, dass das schlecht gewesen wäre. Aber Sturm hat natürlich einen ganz schlechten Tag erwischt. Das muss man auch sagen, da hat überhaupt nichts gepasst. Also von der Raumaufteilung, vom Engagement her, hat sehr wenig zusammengepasst und Rapid hat das beinhart ausgenutzt. Die Geschenke, die Sturm verteilt hat, hat Rapid kaltblütig ausgenutzt, sehr effizient. Und vor allem ein Mann hat in der ersten Halbzeit wirklich groß aufgespielt, nämlich Arase hat einen wirklich super Tag erwischt. Und dann schauen wir uns gleich an, wie das ausgeschaut hat, wenn der junge Mann einen super Tag erwischt. Er hat nämlich als Doppeltorschütze geglänzt, hier einmal nach super Vorarbeit von Fontas. Und dann, Michi, werden wir über die Rolle von Siebenhandel noch sprechen bei diesem Tor. Ja, das war jedenfalls auf jeden Fall das 1:0. Aber Fontas war übrigens bei fast allen Toren beteiligt. Mhm. Da war schon mal der Abschlag war schon einmal ganz schlecht. Von Sturmgoalie Siebenhandel und dann hat er dort nichts verloren, oder? Und dann war der Pass perfekt getimt, da gibt es gar nichts. Aber Siebenhandel hat dort nichts verloren. Es waren zwei Spieler von Sturm Graz dabei. Da sieht man schon das 2:0. Das war schon ein richtiger Kracher. Irrsinnig schnell geschalten, der Bursche, wobei sich die Abwehr wieder sehr, sehr fast dumm anstellt. Und jetzt die Frage, Michi, Elfer oder nicht? Da geht es schon weiter. Siebenhandel legt Fontas. Ich bin ja da immer eher auf der Torwartseite. Man sieht schon, dass er den Ball spielt und dann fällt Fontas darüber. Aber Schiedsrichter sehen das oft anders, hat so entschieden. Schwab macht das dann. Das war dann nicht ganz schlecht, muss man sagen, wie er den Elfmeter verwertet. Also viel schöner geht es nicht mehr. Und Rapid hat eigentlich noch mehr Tore schießen können, weil sie haben Grasmüller zum Beispiel, hat zweimal aus wirklich aussichtsreicher Position. Das ist übrigens das 4:0 durch Fontas aus Abseitsposition. Kann man auch diskutieren, ist auch normalerweise Abseit, aber Rapid hat sich das verdient. Und wenn es nicht diese Tore gewesen, wahrscheinlich hätte Gnasmüller dann einmal getroffen. Ja. Aber es war ein sehr guter Auftritt, deswegen, weil man von der Raumaufteilung sehr clever gespielt hat. Die Jungen, die reingekommen sind, haben wirklich überzeugt. Leo Greimel vor allem Greimel, war so eine Person, von der man nicht genau gewusst hat, naja, ist der nervenstark oder nicht? Vor allem gibt es ja da eine interessante Geschichte. Er hat sein Debüt gegeben, genau gegen Sturm Graz, und das ist ziemlich in die Hosen gegangen. Mhm. Und er hat auch nachher gesagt, dass das schon ein bisschen genagt hat und er vor dem Spiel natürlich daran gedacht hat. Aber im Spiel war er dann hochkonzentriert und ich sehe da gerade Note 5, also zu Recht. Er hat ganz eine entscheidende Rettungstat begangen. Also da war das, glaube ich, beim 2:0. Mhm. Und hat seine Sache extrem gut gemacht, genauso wie Arase und wie die ganze Mannschaft. Ja. Mhm. Also das Umschaltspiel war perfekt. Viel besser kann man es nicht spielen. Die Pässe in die Tiefe waren perfekt. Sturmtrainer El Maestro hat nach dem Spiel gemeint, seine Mannschaft befinde sich jetzt in einem leichten Formtief, so war das Zitat. Trifft es das oder ist es vielleicht auch ein bisschen schön gefärbt? Ich glaube, das ist ein bisschen schön gefärbt. Das ist überhaupt, seine Aussagen sind oft ein bisschen seltsam, muss man sagen. Irgendwie kommt man vor, dass da die Harmonie nicht passt, dass das keine Mannschaft ist. Natürlich muss man den Trainer auch bei so einem Start in die neue, also nach Corona, muss man auch hinterfragen, was er für
ja, was er für Aufgaben jeden Einzelnen gibt. Und man sieht es eigentlich nicht am Feld. Und wie es intern ausschaut, können wir natürlich nicht sagen. Wir sind nicht dabei, wir sind beim Training nicht dabei. Aber Fakt ist, dass das Resultat am Platz ja, eigentlich teilweise wirklich ja, sehr naiv ist. Sagen wir sehr so. Heiß diskutiert wurde ja zum Beispiel auch die Frage, ob es klug ist, Röcher als Stürmer zu bringen. Was ist denn da deine Meinung dazu? Ja, er sieht ihn, er kennt ihn, er muss die Verantwortung übernehmen. So hat er auch argumentiert. Er sagt, er kennt natürlich meine Spieler. Ja, anscheinend nicht gut genug. Nein, er passt auf dieser Position. Man sieht, dass er sich nicht zurechtfindet. Aber wenn er meint, es ist schiefgegangen, werden wir sehen, wie er nächste Woche aufstellt und ob er daraus lernt. Sie müssen auf jeden Fall bald einmal in die Spur kommen, weil so kann es nicht weitergehen, glaube ich immer. Ganz gut hat mir auch ein Statement von Didi Kübauer gefallen, und zwar schon vor dem Spiel. Da hat er nämlich das Geisterspiel verglichen mit einem Radlfahren ohne Radl. So hat er das gemeint. Du kennst den Didi ganz gut, hast mit ihm gemeinsam gespielt. Hat er immer schon ein bisschen was Philosophisches in sich gehabt? Er war auch im Nationalteam das eine oder andere Mal Zimmerkollege von mir. Und im Prinzip ist er da als sehr angenehmer Zimmerpartner gewesen. Aber am Spielfeld, er hat einfach, er trägt das Herz auf der Zunge, sagen wir so. Und er hat mit seinen Aussagen oft recht. Ich finde jetzt, dass diese sogenannten Geisterspiele, die natürlich keiner will von uns, bisher die Spieler tadellos annehmen. Also es sind gute Spiele, es sind spannende Spiele, also sind voll motiviert, die Jungs. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das irrsinnig schwer ist, wenn du jetzt diese Stimmung nicht hast im Rücken. Du hast die Verletzungsmisere bei Rapid schon angesprochen eingangs. Muss man den Sieg folglich noch höher bewerten, als man ja in einem Spiel 3 Stammkräfte mehr oder weniger verloren hat und dann doch so überzeugend gespielt hat gegen Sturm? Ja, also ich würde sagen, das kann man nicht hoch genug einordnen, weil eben die Situation, erstens einmal, man hat die Chance gegen Salzburg vorige Woche eben nicht genutzt und hat verloren, hat 3 wichtige Spieler verloren. Also das ist schon ein ziemlicher Niederschlag, weil man hat doch sich ein bisschen die Hoffnung oder man hat die Hoffnung gehabt, dass man ganz oben vielleicht angreifen kann. Und das ist mental nicht einfach zu verkraften. Auch die Spieler, die man verliert, die doch Stützen sind. Und deswegen muss ich echt sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Tadellos. 4 Tore hat es also gegeben im ersten Spiel, dem wir uns gewidmet haben. Und jetzt, Michi, wird es richtig trefferreich. Jetzt widmen wir uns nämlich dem sogenannten Verfolgerduell zwischen dem WAC und dem LASK. 3:3 hat das geendet. Ich glaube, das war schon Werbung für den österreichischen Fußball. Das habe ich eigentlich damit gemeint, dass die Burschen das richtig gut annehmen, diese Geisterspiele. Ja, dass es auch ohne Zuschauer extrem spannend sein kann. Und also viel spannender und eindrucksvoller kann es eigentlich nicht ablaufen. Ja, wie der Spielverlauf war, der LASK geht eigentlich erwartungsgemäß in Führung. Dann sogar das 2:0. Alle reden schon davon, nach Made Wiesn, das ist ein sicherer, wieder mal Auswärtssieg. Und dann drehen die Wolfsberger dieses Spiel. Also sensationell, schöne Tore. Und beinahe hätte der WRC sogar die Sensation geschafft. Also da hat nicht mehr viel gefehlt, da haben vielleicht 2 Minuten noch gefehlt. Dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie nahe der WRC an der Sensation dran war. Da war einmal das 1:0 durch Frieser, das hat ein bisschen was von Hallenfußball gehabt. Ja, es war eine super schöne Aktion. War man natürlich in der Defensive nicht so aufmerksam, aber das macht der LASK perfekt. Dann da wieder gefährlich. Wieder mal so eine Standardsituation. Standardsituation, brandgefährlich. Trauner reagiert blitzschnell. Nicht mit dem Kopf. Und dann, ganz wichtig, dieser Anschlusstreffer. Dieng. Der ist relativ bald gefallen, also gleich einmal nach dem 2:0 macht das Dieng sehr schön. Dann das 2:2 ist Chefsache. Michi Lindl, dein Lieblingsspieler. Wieder, genau, Lieblingsspieler Lindl mit seinem starken linken Fuß. Und dann gehen sie sogar Noack dann mit dem 3:2. 3:2 in Führung. Aber dann muss man wieder sagen, Hut ab vor dem LASK, die geben nicht auf. Und war vielleicht so ein Verzweiflungsangriff am Ende des Spiels, aber es hat genügt und deswegen
ja, es war für mich letztendlich unterm Strich eine verdiente Punkteteilung. Also das ist dann immer so ein bisschen eine Philosophiefrage, wenn ein Spiel 3-3 ausgeht. Nämlich, war das jetzt wirklich hochklassig, was die Offensive angeht, oder ist es vielleicht auch ein bisschen ein Armutszeugnis für die Defensive? Wie sieht das ein Goalie eigentlich? Na, hochklassig, jetzt übertreiben wir ein bisschen. Aber ich sehe es einerseits so, dass ich als Goalie, weil du fragst mich als Goalie, dann sind drei Tore natürlich zu viel. Ja, vor allem zu Hause, dann ist es einfach defensiv nicht gut genug eingeteilt, konzentriert. Viele Sachen haben da mitgespielt, man hat es ja gesehen, teilweise ist es zu einfach gegangen. Andererseits war es wieder sehr positiv gesehen von den Offensivkräften, sehr kreativ und vor allem von der Moral her war das von beiden Mannschaften war das extrem ja, stark, weil 2-0 im eigenen Stadion hinten sein bis zur 56. Mhm. Das ist nicht leicht, ja, dass man dann noch einmal so zurückkommt, sogar in Führung geht und dann postwendet wieder der Lars kommt. Also ich würde es eher so sehen, dass das von beiden Mannschaften ein richtig gutes Spiel war. Und vergessen wir die Defensive, die vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen besser reagieren hätte können. Aber von der Moral her, ja, sensationell. In ein, zwei Sätzen müssen wir vielleicht das 2-2 bzw. die Entstehungsgeschichte dazu noch thematisieren. Weil Wiesinger, der LASK-Spieler, hat sich da im Vorfeld in einem Zweikampf mit Weismann verletzt und ist im 16er liegen geblieben. Daraus ist dann das 2-2 resultiert. Hätte der WRC fairerweise den Ball rausschießen müssen, deiner Meinung nach? Ich glaube, einen Vorwurf kann man in dem Fall nicht machen. Ja, es ist, es gehört zum Fairplay dazu normalerweise, aber es ist auch nicht verwerflich, wenn man weiterspielt. Ja, wenn man, der Spieler sieht es vielleicht auch gar nicht so. Möglicherweise, ja. Also da wollen wir jetzt versucht das Spiel schnell zu machen und in dem Fall, glaube ich, lassen wir es so gut sein. Und es war ein traumhaftes Spiel und für Zuschauer natürlich, wenn 6 Tore fallen, perfekt. Und wenn es noch dazu so dramatisch abrennt, ja, was will man mehr? Es war allerdings nicht das einzige 6-Tore-Spiel in dieser Runde, sondern auch das folgende hat 6 Tore zu bieten gehabt. Die waren allerdings wesentlich einseitiger verteilt. Salzburg hat bei Hartberg nämlich 6-0 gewonnen und da ist Hartberg aber so richtig unter die Räder gekommen und mit dem 6-0 fast noch ein bisschen gut bedient, oder? Ja. Es war eine richtige Machtdemonstration, muss man ehrlich sagen. Angeführt natürlich von Daka, der 3 Tore macht. Ansonsten wunderschöne Tore. Vielleicht hat man doch als Hartberg es ein bisschen zu leicht genommen. Man hat ja die vorige Runde gewonnen, überraschend gewonnen. Und wenn so eine Mannschaft wie Hartberg nicht alles reinwirft und hundertprozentig konzentriert ist, leicht ist es nie, gegen Salzburg schon gar nicht. Die Salzburger haben halt auch einen richtig guten Tag erwischt, das muss man auch sagen. Also das ist ja wie am Laufband sind die Tore gefallen, eins schöner als das andere. Und ich glaub, das spiegelt auch die Benotung wieder in der Defensive durch die Bank, lauter Einser bis auf den Tormann. Also man hat sich nicht gescheit angestellt, aber Salzburg war einfach an dem Tag auch übermächtig. So, für Hartberg-Genießer wird es jetzt richtig hart, aber auch für Hartberg-Fans. Ja. Aber für Fußball-Genießer wird es super. Hier das 1-0 durch Daka, da hat er mal das erste Mal sein Können unter Beweis gestellt. Ja, man ist ein bisschen zaghaft in den Zweikämpfen. Da sieht man, setzt sich gegen 3 durch. 2-0 durch Mepu dann und, schon. Und dann schon wieder Daka, Mitnahme mit der Ferse, dann gekonnter Abschluss und das innerhalb von 10 Minuten. Nach 10 Minuten stand es schon 3-0. Diese Spieler sind natürlich extrem technisch versiert und schnell, aber es geht alles sehr einfach, wie im Training ein bisschen. Ja. Keuter dann mit dem 4-0. Die Zuordnung, dass man nah am Mann ist und dann ist es natürlich viel einfacher. Ja. Da sieht man es auch, da sind zwar 4 Verteidiger in der Nähe, aber keiner beim Gegenspieler. Daka macht es halt richtig spektakulär. Ja. Wenn er den Raum hat, dann sind das so geniale Spieler mit viel Übersicht ist da. Also eins schöner wie das andere, so wie ich es gesagt habe. Ja, und vor allem manifestiert sich wieder einmal das unglaubliche Potenzial im Kader der Salzburger. Ja, ja. Man könnte schon langsam schon fragen, wo ist der Haaland? Oder wer braucht den Haaland eigentlich? Zumal Daka offenbar nahtlos in seine Fußstapfen tritt und dann mit Adeyemi und Okafor auch noch 2 Junge daherkommen, die offenbar auch nicht zu halten sind. Das ist schon beeindruckend. Ja, das geht aber schon über Jahre. Mhm. Und das,
dass man sich sehr gut und intensiv auf diese spezielle Situation vorbereitet hat, sieht man auch. Ja. Der Kader ist natürlich der große Vorteil auch von Salzburg und es wird sich wahrscheinlich ausgehen für Salzburg wieder einmal. Aber sie haben sich das ja von Grund aus auf erarbeitet und der Kader ist wieder perfekt zusammengestellt, das muss man schon sagen. Ist sehr breit aufgestellt, sehr ausgeglichen aufgestellt und der eine oder andere explodiert immer wieder. Also das ist schon, wie du gesagt hast, sensationell und toll. Zeigt aber, dass man eben extrem gut arbeitet. Ja. Hätte Hartberg Salzburg das Leben irgendwie schwerer machen können oder war an diesem Tag einfach nicht mehr drin? Anders gefragt, was tut man als Trainer eigentlich, wenn man weiß, da kommt ein Gast, der ist eh haushoch überlegen, schon von der Papierform her, und dann steht es nach 10 Minuten 0-3. Ja, man hat, ich glaube, die schnellen Tore, das war das große Problem. Ja. Dann fällt es extrem schwer, dass man da noch, dass man sich ja, bis zum Schluss wehrt gegen eine hohe Niederlage. Und Hartberger haben halt leider von Beginn an nie ins Spiel gefunden, sind auch nie in die Zweikämpfe gekommen. Und das, ja, vielleicht hat man das an dem Tag ein bisschen zu leicht genommen, dass man vielleicht noch mehr, vielleicht hat auch der Glaube gefehlt. Ja? Das ist auch immer ganz wichtig, dass man glaubt daran, dass man was mitnehmen kann, dass man einen Punkt zumindest holen kann oder dass man eine Sensation schaffen kann. Das hat von Beginn an nicht gefehlt. Ob das jetzt vom Trainer aus, ich glaube, Markus kennt Salzburg gut genug und hat sich auch vorbereitet und die Mannschaft Hartberg auch dementsprechend eingestellt. Aber wenn es dann so einen Spielverlauf hast, dann bricht halt vieles auch auseinander. Ein Wort vielleicht noch zu Salzburg-Trainer Jesse Marsch, weil es um seine Person ein Gerücht gegeben hat, das sich jetzt eh schon wieder verflüchtigt hat, schön langsam. Ja. Er wurde jedenfalls de facto mit Dortmund in Verbindung gebracht. Sportchef Freund hat gesagt, ja, eh super, wenn wieder spekuliert wird, wenn unsere Burschen oder unsere Männer hochgehandelt gut, werden. Ja. Ja. Wäre er ein Kandidat, würde er dorthin passen, auch vom Kaliber her? Wäre das seine Kragenweite? Traue ich ihm absolut zu. Und wenn er diese Möglichkeit bekommt, wird er es auch machen. Es ist halt immer nur so, ist jetzt wirklich was dran oder nicht. Er wird professionell, wie er ist, wird er diese Saison zu Ende spielen. Und dann, ja, wenn es in der Zwischenzeit konkret wird, wird es auch nichts daran ändern, dass man eben bis zum Schluss hoch konzentriert und motiviert bleibt. Also so schätze ich den Marsch ein, also, dass er da nicht einen Tick nachgeben wird, auch wenn es ihm gelingt, dieser Sprung nach Dortmund. Damit haben wir die Meistergruppe abgehandelt und wir machen gleich den fliegenden Wechsel hin zur Quali-Gruppe und widmen uns da zunächst einmal der Wiener Austria. Ein 1:1 bei St. Pölten hat es gegeben, Michi. Und schon vor Anpfiff wurde sehr heiß diskutiert, warum denn Trainer Christian Ilzer gleich 7 neue in der Startformation bringt. Und nach dem Spiel wurde erst recht diskutiert, ob das Rückschlüsse auf ein mögliches Fitnessproblem bei der Austria zulässt. Deine Einschätzung? Man wird es erst sehen im Laufe dieser Meisterrunde oder auch Quali-Runde, ob wer dann richtig gehaushaltet hat mit den Kräften. Das kann man jetzt noch gar nicht so abschätzen. Er ist halt der Meinung, dass man die Kräfte bis am Schluss braucht und dass er den ganzen Kader zur Verfügung hat. Dass er für einen legitimen Zugang, oder? Dass er Vertrauen hat an seine sogenannte zweite Garnitur. Und das ist durchaus legitim. Ich muss sagen, dass St. Pölten erstens einmal einen super Start erwischt hat vorige Runde mit dem neuen Trainer Ebertsberger, der ein Markenzeichen gesetzt hat und jetzt wieder eigentlich sehr gut gespielt hat. Und ob die Austria, das sind jetzt alles Spekulationen, ob sie besser gespielt hätten mit der sogenannten Einser-Garnitur oder nicht, sei dahingestellt. Sie haben jetzt für mich wieder einmal enttäuscht. Es haben sich die meisten mehr erwartet und vielleicht kommen deswegen auch wieder so diese Kritiken auf, warum Ilze jetzt mit ja, so viel rotiert hat. Dabei ist es sehr sehenswert losgegangen für die Austria und zwar mit diesem wunderbaren Freistoß von Sakarya zum 1:0. Sag ich jetzt, wir werden darüber auch gleich noch gesondert sprechen. Jedenfalls war das Schaut spektakulär aus. Ja, aber wir werden gleich ein bisschen über die Rolle des Goalies und auch des Schiedsrichters in diesem Fall sprechen. Das also das 1:0. Und das war super Tor. Also das war eine Kombination.
wirklich schön gespielt. Und Ljubicic, da macht er dann dieses dumme Foul, er kommt zu spät, wollte es sicher nicht absichtlich machen. Tut sich selber weh dabei, meistens. Gelb-rot nach sich. Und ist dann ausgeschlossen worden. Aber die Aktion war super. Mhm. Und St. Pölten, ja, hat wieder gut gespielt, nicht so effizient. Und ja, aber trotzdem für St. Pölten ganz wichtig, glaube ich, dieser Punkt. Und trotzdem wollen wir noch einmal explizit über das 1:0 sprechen und da konkret über die Mauer. Es hat nämlich ein bisschen verwundert, dass es nur eine Zwei-Mann-Mauer gab. Goalie Riegler hat nach dem Spiel gemeint, er selbst war auch ein bisschen verunsichert, weil der Schiedsrichter nicht klar signalisiert hat, ob der Ball frei oder gesperrt ist. Was macht man als Goalie in so einer Situation? Also, es gibt einmal gar keine Ausreden. Ja. Also es, ich halte eigentlich sehr viel vom Riegler, ist ein guter Tormann, routinierter Tormann, und dann dürfte das erst recht nicht passieren. Wenn das einem Jungen passiert, okay. Aber gesperrt, nicht gesperrt, was der Schiedsrichter macht, du musst auf alles gefasst sein. Mhm. Und er hat sich einfach überrascht. Aber das heißt, ab wann darf ich die Mauer einrichten? Ab wann ist es gescheit? Es war relativ weit weg, es war nicht wirklich platziert, er hat sich überraschen lassen. Mhm. Er hat dann im Interview nachher gesagt, er hat jetzt nicht gewusst, ist gesperrt, ist nicht gesperrt. Der Schiedsrichter hat sich da nicht klar artikuliert und deswegen war er eben nicht so bereit, wie es hätte sein sollen. Aber normalerweise macht er einen Schritt rüber, fängt den Ball runter. Ist dir Ähnliches auch passiert? Kannst du mit ihm mitfühlen? Hast du auch einmal überraschende Freistoßtore? Sicher, passiert? Ich habe so lange gespielt, ich habe mich sicher das eine oder andere Mal überraschen lassen, habe dadurch auch immer wieder gelernt. Man lernt ja jedes Spiel und man lernt nie aus. Und ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, welches Spiel das war, aber das eine oder andere oder die eine oder andere Unkonzentriertheit ist mir natürlich auch passiert und habe auch ein Tor bekommen, ganz klar. Ja, nicht der Wunderwutzi gewesen. Aber in dem Fall muss man schon sagen, auch wenn der Schiedsrichter sich nicht gut verhalten hat, Sakari hat das super ausgenutzt, hat das überrissen, war den Tick heller wach als wie Riegler und deswegen konnte er den unterbringen. Jetzt ist die Austria also seit 11 Partien ungeschlagen und trotzdem, Michi, ist irgendwie niemand so richtig zufrieden. Obwohl man jetzt nach 2 Spielen bei 4 Punkten hält, das ist rein tabellarisch natürlich okay, man ist im Soll. Ja, aber es ist nichts passiert, es ist in Ordnung, sagen wir so. Es kann auch nur mehr besser werden. Ja. Also wenn man schlecht spielt und trotzdem Punkt und vorne bleibt. Kann auch ein Zeichen von Qualität sein. Ist es in Ordnung. Ob das jetzt Qualität hat oder nicht und ob das alles richtig ist mit der Rotation, habe ich am Anfang gesagt, das kann man nicht abschätzen. Ja. Dass es eine enorme Belastung wird bis zum Schluss, das ist klar. Und der eine oder andere macht es extremer mit der Rotation. Ich finde es ganz gut, dass man sagt, okay, ich habe meinen Kader und es soll jeder zeigen, was er kann und was er drauf hat. Mhm. Unterm Strich ist es sowieso, es zählen dann unterm Strich ja nur die Punkte und wo endet man letztendlich oder wo steht man am Ende der Meisterschaft. Und jetzt schaut es einmal ganz gut aus, von den Punkten her, von der Position her. Also man darf es halt nicht spielen. Ne? Ist Platz 1 für die Austria in dieser Quali-Gruppe Pflicht? Oder was würde passieren, wenn die Austria nicht ganz oben steht in dieser Gruppe am Ende der Saison? Pflicht oder nicht Pflicht, gibt es im Fußball nicht. Aber die Austria gehört schon dorthin an erster Stelle. Aber ich schaue mir es gerade an, es ist Mattersburg, es ist Altach. Das sind schon, es ist alles sehr eng, würde ich mal sagen. Also das ist ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt vom Osten einen Wechselpass ganz in den Westen, und zwar zum Spiel Altach gegen die WSG Tirol. 1:1 ist es ausgegangen und ich würde vorschlagen, wir schauen uns gleich einmal die wichtigsten Szenen und die Tore an, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Petzos hat also das 0. Hier sehen wir mal, dass es ein starkes Unwetter gegeben hat, ziemlich pünktlich zum Anpfiff. Hat sich dann allerdings gelegt. Petzos mit einem Gurgel. Ja. Golikopas. Ist immer ein bisschen schwierig, ja. Schaut man nicht gut als Tormann aus, aber es passiert. Petzos hat auch sehr schnell und konsequent geschalten und hat das Zwischenbrugger dann mit dem gemacht. 1:1. Und die Tiroler stark verbessert, muss man ehrlich sagen. Gegenüber dem letzten Auftritt, der war ja eher schwach. Mit 0:5 haben die begonnen, ja, die Tiroler. Gegen einen direkten Konkurrenten eigentlich, ja, gegen St. Pölten war das. Da hat man ganz einen schwachen Tag erwischt, hat vielleicht ein bisschen mitgespielt, dass der Trainer sich schwer verletzt hat, dass er nicht dabei war. Und das war ganz ein anderes
eine ganz andere Mannschaft. Das war das berüchtigte Zeichen, das man gesetzt hat. Ja, man musste eine Reaktion sehen. Manche Mannschaften bringen das nicht zusammen. Die Mannschaft hat gezeigt, heute, da ist was schiefgelaufen in der ersten Runde. Und das war wirklich in Ordnung, ja, das muss man ehrlich sagen. Haben auch die eine oder andere Chance gehabt, um vielleicht in Führung zu gehen. Aber unterm Strich, Alltag darf man auch nicht vergessen. Ja. Die haben das auch sehr souverän gespielt. Letztendlich geht dieses Unentschieden vollkommen in Ordnung. Wobei ich muss jetzt nochmal sagen, dass Tirol für mich eine super Reaktion gezeigt hat. Dass jeder einzelne Spieler in Wahrheit hat sich gesteigert. Und da dürfte viel passiert sein. Ja. Besprechungen und wie bereitet man sich aufs nächste Spiel vor, nach diesem doch ziemlichen Dämpfer. Also da gehört schon Charakter dazu. Und für die Altacher war es das zweite Remis im zweiten Spiel. Damit fangen Sie was an im Ländle? Also schauen wir mal, die Punkte. 14 Punkte ist auch nicht schlecht. Man ist dran, man ist vorne dran. Es wird darauf ankommen, natürlich, wie gestaltet man auch diese sogenannten Heimspiele. Man hat das eigene Umfeld. Es fehlt zwar die Heimkulisse, die Unterstützung, aber es ist nichts passiert. Aber ich glaube, dass man doch eher nach oben ausgerichtet ist, als wie Richtung Abstieg. Mhm. Ein Spiel haben wir noch zu bearbeiten bzw. zu analysieren, nämlich Admira gegen Mattersburg. Bevor wir das tun, müssen wir über eine Personalie sprechen. Und zwar konkret bei der Admira. Dort gibt es einen alten Bekannten im Amt des Sportdirektors. Ernst Baumeister wurde von Felix Magath geholt. Gute Wahl? Nötige Wahl? Das ist sehr schnell gegangen, muss man ehrlich sagen. Ich finde es eine perfekte Lösung. Also viel besser geht es gar nicht, weil Ernst Baumeister kennt den Verein, hat ein Riesenherz für den Verein und weiß, wie der Verein funktioniert, kann mit den Spielern sehr, sehr gut. Also das kann sich nur positiv auswirken und man muss sehr schnell reagieren, weil jetzt ist schon Feuer am Dach. Ja? Man hat 9 Punkte, man ist Letzter und hat einen katastrophalen Start hingelegt. Also da musste man reagieren und ja, eine bessere Lösung, glaube ich, gibt es nicht. Jetzt schauen wir uns an, warum Feuer am Dach ist. So kam es nämlich zum 0:2 gegen Mattersburg. Andreas Gruber da mit einem Volley. Ja, Goalie Leitner, über dessen Rolle können wir auch diskutieren. Ja, die Mattersburger waren einfach die bessere Mannschaft. Ja, das muss man auch sagen. Es fehlt bei der Admira irgendwo, da sehen wir noch eine Riesenaktion. Mhm. Ich glaube, das war nicht so einfach, den drüber zu nageln. Aber Mattersburg hat die eine oder andere, ich glaube, ein Abseits-Tor hat er nicht gegeben. Also Mattersburg hoch verdient, bessere Mannschaft. Und der Admira ist so, ich weiß nicht, da fehlt so richtig ein bisschen das Feuer. Auch Magath hat es angesprochen, dass ihm da schon einiges abgeht an Einsatzwille und an Engagement. Nur, es muss jeder jetzt sehr schnell aufwachen, weil man ist wirklich unten drinnen jetzt und nur der Einzelbaumeister wird es auch nicht richten. Also man muss schon, jeder einzelne Spieler muss sich schon hinterfragen und muss einfach mehr geben. Ja, wenn man da wirklich oben bleiben will, dann muss man einfach kämpfen. Es geht um einen Abstieg und da muss man kratzen, zwicken, beißen. Und wir müssen sehr, sehr schnell aufwachen, weil sonst wird der Abstand zu groß. So, jetzt habe ich eh ein bisschen Bammel vor dieser Frage, zumal vor dem Wording, weil ich weiß gar nicht, ob ich das im Qualitätsfernsehen bringen darf. Aber ich berufe mich ja auf Admira Goalie Leitner. Der hat das nämlich gesagt, und zwar im Sky-Interview. Erstens hat er gemeint, was durchaus nachvollziehbar ist, ist eigentlich ein Wahnsinn, dass seine Mannschaft nach zwei solchen Spielen immer noch ohne Tor dasteht, zumal man ja gegen die Austria auch die eine oder andere Chance vorgefunden hat. Und dann hat er gesagt, und jetzt bitte nicht mich des Urheberrechts wegen irgendwie beschuldigen, sondern heute den Herrn Leitner. Dann hat er gesagt, und dann kommen auch noch solche Battle-Tore dazu. Nicht schön gewählt. Wie treffend ist es denn, rein inhaltlich? Die Tore sind natürlich schon bitter. Ja. Also beim ersten Tor sagt er zwar, er hat den Ball gar nicht gesehen oder spät gesehen, ja, okay. Aber trotzdem, man sieht in der Reaktion, dass er so hingeht, wie wenn er deutet, na, der geht eh vorbei. Ja, also hat er sich verschätzt, muss er auf seine Kappe nehmen. Dass vorne nichts passiert, dass keine Tore schießen, wird natürlich dann defensiv noch schwieriger, weil es keine Entlastung gibt, wenn man vorne nicht trifft. Und das zweite Tor, Eigentor, also wenn du dann so einen Lauf hast, dann
kannst du oft gegen solche Tore nichts machen. Und dass man sich dann ärgert, als Goalie, ist natürlich eh klar. Aber er muss sich auch bei der Nase nehmen, ganz klar. Ja. Und das müssen alle bei der Nase nehmen und den Ernst der Lage erkennen. Und dann wird auch der Verein oder ein Zeichen gesetzt mit dem Ernst Baumeister. Und jetzt ist aber jeder Einzelne gefordert. Ja. Trainer auch, ganz klar. Aber in erster Linie schon jeder einzelne Spieler. Wir beide sind auch wieder gefordert. Und zwar nächste Woche, wenn es um die nächste Analyse geht. Ich hoffe, du bist wieder am Start. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja. Viele Tore, dass wir wieder sagen, Tore, Tore, Tore. Das freut uns alle, nicht nur uns zwei, sondern auch die Zuschauer. Und Geisterspiel hin und her oder Geisterspiele hin oder her. Ich glaube, dass die Burschen das tadellos machen und dass wir sehr, sehr interessante Spiele gesehen haben diese Runde. Genau, und wir freuen uns auf weitere spannende Spiele und wir freuen uns vor allem auf Sie, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, danke für deine Zeit, Michi. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Wiederschauen.